und wie ein Fels in der Brandung, wie ein Leuchtturm in der Brandung zu scheinen, ein Licht zu sein für andere, positiv für das Leben. Und dann können irgendwelche Hansele kommen, wo auch immer, und diese New Power Generation wird sagen, nein, eben nicht. Muss man das Gesicht dann vorstellen, von der Waffenlobby. Okay, wir wollten ja nur fragen. Du fühlst, was ich meine. So, das ist das ultimative Ziel. Eine New Power Generation, die sie nicht kaufen lässt, wie jetzt gerade. In einer Generation, die sich alle kaufen lassen. Gib ihnen ein paar tausend Euro, gib ihnen ein paar Millionen Euro und sie schmeißen alle Werte über Bord. Hey, Lee, hello. Schön, dass du wieder mein Beifahrer bist. Nimm Platz, machst du bequem. Wir fahren heute zum Baggersee. Nein, nicht zum Baden, aber ein bisschen Sonne zu tanken. Vitamin D3. Gerade in der jetzigen Zeit, ganz wichtig, Vitamin D3, Sonne tanken ohne Ende. Glückshormon. So, da. Also, über was wollen wir heute sprechen? Eigentlich genau über das Gegenteil. Warum leben viele in der jetzigen Zeit komplett in der Angst? Ach, wirst du sagen. Ja, hallo, ist doch gar kein Wunder. Mach den Fernseher an, Radio an, überall immer nur wird die Angst geschürt ohne Ende. Richtig? Richtig. So. Ein Grund, mehr Sonne zu tanken. So, aber warum ist das so? Wollen wir das Ganze doch einfach von weiter weg betrachten, okay? Warum ist die Menschheit bei diesem Stand, wie sie jetzt heute ist? Was ist passiert? Mir kommt es nämlich so viel vor, als wenn wir hier gerade auf der Spitze des Eisbergs uns befinden. Und zwar die Spitze der Gier. Jorel, was meinst du mit Spitze der Gier? Was laberst du da die ganze Zeit? Was soll das heißen? Also, für mich ist es so, und zwar die Menschheit leidet für mich unter einer Krankheit, und zwar das nennt sich das Coke-Syndrom, habe ich es getauft. Coke-Syndrom, spinnt der jetzt total? Was laberst denn jetzt? Okay, was ist das Coke-Syndrom? Das Coke-Syndrom ist nichts weiter als Mangel an Selbstbewusstsein, Mangel an Selbstliebe, und es äußert sich dann dadurch, dass Geld und Macht zur Sucht werden. Geld und Macht. Überleg doch mal, was stattfindet zurzeit. Oder allein die letzten zig Jahre, wenn nicht sogar hunderte von Jahren. Also auf jeden Fall die letzten 100 Jahre. Was ist das Wichtigste denn von den Menschen? Was sind die Werte der Menschen? Und ich rede nicht von dem Allgemeinen nur der westlichen Welt, sondern fast der kompletten Welt. Es gibt ein paar Ausnahmeländer, aber im Allgemeinen die komplette Welt ist eingenommen von Geld und Macht und Macht und Geld. Das sind die Werte. Es ist wie so ein Mantra. Geld und Macht und Macht und Geld und Geld und Macht und Macht und Geld und Geld und Macht und Macht und Geld. So kommt es einem doch vor, oder? Schauen wir uns doch mal um. Egal wo, überall Geld und Macht scheint das Wichtigste zu sein. Jetzt müssen wir uns doch mal fragen, im Allgemeinen, woher kommt das eigentlich? Es kommt daher, weil es uns so als kleine Kinder vermittelt wurde. Egal, ob es die Barbie ist, mit der vielleicht die Medilis gespielt haben, die Barbie mit ihrem super pompösen, wundervollen Glitzerkleid, bombastisch in ihrer rosane Corvette. Damals hatte die nämlich eine. Oder ich zum Beispiel, gutes Beispiel, ich bin der totale Batman-Fan, Bruce Wayne, Multimilliardär in Gotham City. Oder der ein oder andere wird der totale Iron Man-Fan sein, Iron Man, der Supermilliardär. Also das heißt, selbst in kleinster Kindheit wird uns eingetrichtert, hey, Geld ist super cool, Macht ist super cool, und wenn wir da ganz viel haben, dann geht es uns bestimmt voll gut. Ist das so? Schauen wir uns doch einfach mal die Reichsten der Reichen an. Kannst jetzt einfach dein Smartphone kurz nehmen, während du hier bei YouTube drinnen bist. Kannst von mir aus auch kurz Pause machen und gibst ein: reichste Menschen auf dem Planeten Erde. Und dann schaust du mal die Bilder an, gehst auf Pictures, schaust du die Bilder an und dann wirst du dir denken, das ist ja unfassbar. Schau mal, was die für Ausstrahlung haben, das kann ja nicht wahr sein.
Das ist ja unfassbar. Jedes kleine Kind, wenn an dem vorbeilaufen würde, würde zu weinen anfangen. Warum aber? Warum ist das so? Warum ist es so, wenn wir nur Geld und Macht nacheifern, dass es uns wie so ein Virus von innen auffrisst? Es wurde uns doch so beigebracht. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Und zwar, ist egal, welche Politiker, seien es irgendwelche krassen Diktatoren oder seien es irgendwelche Chefs von irgendwelchen Hardcore-Riesenfirmen, die sich um ihre Mitarbeiter einen kümmern, sondern sie ausbeuten ohne Ende, damit sie noch mehr Milliarden schaufeln. Es ist völlig egal, es ist immer das Gleiche. Es heißt die Gier. Oder wie ich halt getauft habe, das Coke-Syndrom. Wie gesagt, Nummer 1 Wichtigkeit, Nummer 1 Werte, Geld und Macht. Und das wird uns spielerisch in der Kindheit beigebracht. Und es sind nicht nur die Superhelden, sondern auch Papa und Mama, ja, sagen es auch. Also natürlich nicht bei allen, aber ihr wisst, was ich meine. Ganz oft findet das statt. So, Anwalt werden, Arzt werden, das werden, da, weil da viel Geld verdienst. Du musst viel Kohle verdienen, musst viel Kohle verdienen. Also, ich möchte nichts gegen Negatives gegen Ärzte sagen oder nichts gegen Anwälte sagen, aber mir geht es darum, wenn man ein Kind dahin trichtert, sie soll es deswegen machen, weil sie dann ganz viel Geld verdienen. Dann wird es nämlich richtig übel. Es sollte nicht der richtige Weg sein, zu fühlen, hey, was macht meinem Kind eigentlich Spaß? Und das zu fördern. Hm? Was meinst du? Wenn es dir soweit taugt und du mit mir auf einer Wellenlänge schwimmst, gib mir doch mal ein Like. Subscribe übrigens den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann können wir nämlich weiter solche tollen Gespräche führen. Also zurück zum Thema. Es wurde uns eingetrichtert von Eltern, Verwandten, Bekannten, Superhelden. Geld ist das Wichtigste. Und wir lassen Revue passieren, wir schauen uns die reichsten Menschen der Welt an und merken halt, irgendwie schauen die gar nicht mal so glücklich aus. Ganz im Gegenteil, schaut so aus wie ein Abgesandter der Hölle. So, aber nochmal ein ganz kurzer Break, hier kurze Werbeunterbrechung. Ich finde auf jeden Fall, dass man Multimillionär werden kann, auch wenn man es und damit auch super happy sein kann. Noch einmal, ich bin nicht dafür, einfach nur zu sagen, hey, wir müssen alle nackt uns ausziehen und ums Lagerfeuer hüpfen. Nein, wir können Multimillionäre werden und auch glücklich sein. Okay, dies sei noch so vorweggeschickt. Wenn wir aber nur Geld nacheifern, nur Macht nacheifern, dann wird es richtig übel. Ich vergleiche das immer wie so ein Paket. Wenn ich dir jetzt ein Paket schenke, also als Geburtstag, ich mache dir ein schönes Paket, so eine Kiste, außenrum wunderschön verzieren, tolle Glitzerfolie, vielleicht noch irgendwie LED-Lichter, außenrum hin, leuchtet ohne Ende, bombastisch, voll geil, richtig cool. Und ich gebe es dir und du machst das Ganze auf. Voller Freude und dann Kiste auf, was ist drin? Nichts. Dann denkst du dir, hä? Das ist ja super. Jetzt habe ich gedacht, da ist was Tolles drin. Und genau das findet mit der Welt gerade statt. Außenrum muss alles schön verpackt sein, aber innen drin leere. Fühlst du, was ich meine? So, und das ist der Gag. Andersrum gesprochen, wenn ich was Wundervolles habe, einen tollen Inhalt, okay? In dem Fall wundervolle Werte. Und die schön verpacke, was ist daran falsch? Nichts. Nichts ist daran falsch. Und das zelebriere ich total. Ich finde das wundervoll, was erhaben ist. Zu erkennen, was findet statt mit der Welt, was läuft verkehrt und zu fühlen und dadurch alsbald zu wissen, dem Gehirn das zu verklickern, die Lösung dazu. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade machen. Was ist die Lösung dazu? Also rein Geld und Macht kann es ja nicht sein, weil wie gesagt, dann haben wir hier ein schönes Paket, wo nichts drinnen ist. Was wäre aber schön zu verpacken? Was wäre ein schöner Inhalt? Was wären tolle Werte? Schauen wir uns einfach mal Bilder an von den Menschen, wie zum Beispiel Dr. Martin Luther King Jr. Was für eine wundervolle Ausstrahlung. Oder Mahatma Gandhi. Oder Mutter Teresa. Jiddu Krishnamurti etc. Die leuchten richtig von innen raus.
so eine wundervolle, warmherzige Ausstrahlung. Das ist so wundervoll. Man möchte sie am liebsten die ganze Zeit in die Augen schauen und denkt, boah, das ist ja der Hammer. Voller Güte, voller Liebe. Aber was haben die anders gemacht im Vergleich zu den reichsten Männern der Welt? Sie haben etwas erkannt. Bist du noch bei mir? Hast noch Energie? Magst du noch weiterschauen? Also wie gesagt, tu mir einen Gefallen, subscribe den Kanal, gib mir einen Thumbs up. Back to the business. Was haben die anders gemacht? Sie haben erkannt, dass der Sinn des Lebens ist es, dem Leben zu helfen durch unsere persönlichen Talente. Was, Jarell, das war ein bisschen schnell. Nochmal, sonst muss ich Rücklauf machen. Der Sinn des menschlichen Lebens ist es, dem Leben zu helfen durch unsere persönlichen Talente. Und das ist genau das, was Dr. Martin Luther King Jr. gemacht hat. Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, etc. Jiddu Krishnamurti. Zu fühlen, was macht mir wirklich Spaß und das Ganze zu kombinieren, so dass diese Erde, das Leben, sollte ich diesen Planeten irgendwann mal verlassen, einen Ticken besser geworden ist. Einen Ticken besser geworden ist. Fühlst du, was ich meine? Was sind deine Talente? Was meinst du? Da steigen wir doch in den kommenden Videos extrem in die Tiefe noch ein. Okay? Aber jetzt erstmal im Allgemeinen, was läuft verkehrt mit der Menschheit und was ist der Verbesserungsvorschlag? Also wir haben festgestellt, okay, Geld und Macht alleine scheint nicht glücklich zu machen, richtig? Und dann haben wir auch festgestellt, okay, alles klar, so Typen wie unser Dr. Martin Luther King Jr., Jiddu Krishnamurti etc., Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, die leuchten wie die Weltmeister und das kommt daher, weil sie dem Leben helfen. Jetzt kann doch ein anderer sagen, hey, Jarell, was laberst du die ganze Zeit? Super, das ist alles so irgendwie so ungreifbar, hört sich lustig an, aber ich will es selber fühlen. Kann ich verstehen, absolut. Mach mal ein Experiment, okay? Stell dir Folgendes vor. Du bist zu Hause, deine Tochter oder dein Sohn weint, so bitterlich. Es ist irgendwas passiert, ist erschrocken oder so. Und weint ganz arg. Und du denkst, boah, bist du natürlich aufgewühlt. Gehst zu deinem Kind hin und umarmst es. Gehst runter auf die Knie, umarmst dein Kind und sagst, Papa ist für dich da. Mama ist für dich da. Hab keine Angst. Und du merkst, wie das Kind ruhiger, entspannter wird. Und du hilfst deinem Kind, diese Angst zu überwinden. Und du merkst in dir selbst, holla, fühlt sich gut an. Aha. Fühlst du, was ich meine? Fühlst du, was ich meine? Anderes Beispiel. Sagst, mein Jarell, okay, alles klar, ich habe aber keine Kinder. Ach, du sagst immer so Sachen. Okay, machen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist in der U-Bahn, okay? Kommt von der Ferne die Omi an, gerade noch mit dem Rollator, U-Bahn-Tür schließt sich fast schon und du denkst dir, boah, halt, Achtung, machst einen auf Superman, springst zur Tür hin, halt, Achtung, Oma, komm rein. Oma kommt gerade noch rein, ist drinnen mit ihrem Rollator, puh, gerade noch geschafft. Sag, hilfst du ihr vielleicht sogar, halt, schauen Sie, setzen Sie sich doch dahin. Omi lacht, freut sich und sagt, Dankeschön, sehr lieb von Ihnen. Und du fühlst ihn nicht rein. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Super geil fühlt sich das an, weil du geholfen hast. So, also, jetzt haben wir so ein paar kleine Beispiele gemacht. Wie gesagt, in Zukunft, wir werden noch ganz, ganz viele Beispiele machen, aber wir wollen jetzt erst der Big Picture, wir wollen erst mal sehen, was läuft schief und ganz grob, was ist der Weg dort raus? Gibt es einen Weg da raus? Ja, natürlich, sonst würde ich doch hier keine Zeit mit dir verschwenden. So, also, soweit einer Meinung, oder? Geben wir uns da die Hand. Es scheint also irgendwas dran zu sein, dem Leben zu helfen, dass es einen beflügelt.
Okay, also, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Diesen Spirit, den ich gerade mit dir hier durchquatsche, bringen wir unseren Kindern bei. Okay? Der New Power Generation bringen wir das Ganze bei. Dann haben wir auf einmal eine neue Generation, die dann irgendwann einmal auch Politiker werden. Die dann auch vielleicht Chefs werden von riesengroßen Megakonzernen. Was passiert dann, wenn irgendjemand ankommt zu denen und sagt, keine Ahnung, ist ja wurscht, was irgendwie, keine Ahnung, Waffenindustrie, Pharmalobby, was weiß ich was, und sagt, hey, du bist jetzt der Bürgermeister oder du bist jetzt Präsident oder wir geben dir 10 Millionen, aber dafür seh da doch ein bisschen grob drüber hinweg, wenn wir da so ein bisschen Mist bauen. Oder noch besser, sprich für uns. Sag, Waffen sind toll. Ist doch nicht so schlimm. Mach das doch. Und bieten dein Kind 10 Millionen. Weißt du, was dann die New Power Generation dein Kind sagen wird? Es wird sagen, nein. Weil ich mich für das Leben entschieden habe. Und genau das ist es, was wir brauchen. Eine New Power Generation, die sich nicht kaufen lässt, die fühlt wahrlich, was wirklich wichtig ist. Nämlich dem Leben zu helfen durch seine persönlichen Talente. Und wie ein Fels in der Brandung, wie ein Leuchtturm in der Brandung zu scheinen. Ein Licht zu sein für andere. Positiv für das Leben. Und dann können irgendwelche Hansele kommen, wo auch immer. Und diese New Power Generation wird sagen, nein, eben nicht. Muss man das Gesicht dann vorstellen von der Waffenlobby. Okay, wir wollten ja nur fragen. Du fühlst, was ich meine. So, das ist das ultimative Ziel. Eine New Power Generation, die sie nicht kaufen lässt, wie jetzt gerade. In einer Generation, die sie alle kaufen lassen. Gib ihnen ein paar tausend Euro, gib ihnen ein paar Millionen Euro und sie schmeißen alle Werte über Bord. Weil wahrlich Wert Nummer 1 ist, wir schreien es alle laut im Chor, Geld und Macht und Macht und Geld. Und das soll es natürlich nicht sein. Fühlt ihr mich? Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Gebt mir ein Like, wenn ihr wollt. Folgt bitte diesem Kanal, denn somit kriegen wir diese positive Message raus. Ihr könnt gerne das Video auch teilen. Freut mich natürlich. So, also jetzt noch ganz kurz aber zur Lösung Nummer 2. Also das ist die ultimative Lösung Nummer 1, ist wie gesagt die New Power Generation hier zu supporten, heranzuzüchten und auf der anderen Seite natürlich zu schauen, dass wir das Ganze einigermaßen eindämmen. Das heißt, wir müssen miteinander reden, was findet denn gerade statt, dass wir nicht alles mit uns machen lassen, dass wir zu verschiedenen Sachen einfach auch sagen, halt nein, ich sehe das einfach auch anders, nein, das möchte ich nicht tun. Miteinander reden, zu kommunizieren. Und genau das ist das, was ich mit dir mache. Das ist genau mein Talent. Zu reden, bis das der Arzt kommt. Und das Ganze zu kombinieren mit einem positiven Spirit. Und das findet gerade statt, was ich mit dir gerade mache. Was meinst du? Was hältst du von den beiden Lösungen? Also wie gesagt, noch einmal Revue passieren zu lassen. Ganz kurz, ich versuche ganz kurz nochmal zu halten. Es findet Folgendes statt, die Welt leidet an Coke-Syndrom, das heißt also falschen Werte, eifern die Menschheit nach, Geld und Macht scheint das Wichtigste zu sein, so äußert sich quasi das Coke-Syndrom, Geld und Macht, und Macht und Geld ist das Wichtigste, deshalb ist jeder käuflich, paar Millionen, zack, peng, sprechen Sie, was du willst. Und dem entgegenzuwirken, indem dass wir die wahren Werte vermitteln. Wie gesagt, das ist mit dem Paket innen drinnen. Wahre Werte, die wir aber auch schön verpacken können natürlich. Mit Stil und Klasse und erhobenen Hauptes und oh, das zu zelebrieren. Und das der New Power Generation zu vermitteln. Unseren Freunden, Verwandten, Bekannten, unseren Kindern zu zeigen. Wirklich, dass sie es fühlen. Siehe dieses Beispiel mit der Omi in der U-Bahn. Oder wie gesagt, bei unseren eigenen Kindern zu fühlen, wenn wir sie umarmen und wir sie trösten. Genau. So, und das zweite natürlich, also diese Eindämmung, also Lösung Nummer 2, dass wir jetzt auch schauen, halt, wir müssen jetzt auch wirklich was machen, im Jetzt, wirklich uns austauschen, super Gespräche führen und lernen auch mal Nein sagen zu können. So,
Puh, das war jetzt aber ganz schön viel in kurzer Zeit, oder? Schön, dass du bei mir warst. Subscribe den Kanal, gib mir ein Like, wenn du magst. Und bis zum nächsten Mal. Woo!